Paul Richter und Stefan Sindera sind als Teil einer Kölner Einsatzkommission einem unberechenbaren Serieneinbrecher auf der Spur, der in Wohnungen von alleinstehenden Frauen einbricht. Personen kamen dabei nie zu Schaden, bis heute. Mein Kind! Frau Wild, lassen Sie bitte die Rettungssanitäter arbeiten. Raus, bitte. Ja. Ich muss kommen Sie bitte. Wegnehmen. Dass wir einmal... Ich will bei ihr bleiben. Sie dürfen wieder zu ihr. Kommen Sie. Setzen Sie sich bitte erstmal. Ich weiß, das ist jetzt eine ganz dramatische Situation. Ne? Keiner möchte seine Tochter in dem Zustand vorfinden. So, aber die wird jetzt wirklich gut behandelt. Oh Gott. Wann sind Sie hier eingetroffen? Ich weiß es nicht. 10 Minuten, keine Ahnung. Wichtig für mich ist, haben Sie irgendwas angefasst? Haben Sie irgendwas Auffälliges bemerkt? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, was nicht hierhin gehört? Die Tür war auf, mehr habe ich nicht bemerkt. Die Tür war auf, Sie sind reingekommen und haben Sie so vorgefunden. Lebt Ihre Tochter denn alleine hier? Es ist ja so mit diesen Einbruchsserien hier und ich habe mir eh schon immer Sorgen gemacht. Sie ist ja so unbedarft, hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und ich wollte halt vor der Arbeit noch kurz nach ihr schauen und dann habe ich gemerkt, die Tür war auf. Sie ist soweit stabil. Wir werden aber jetzt losfahren, ne? Kann die Mama mitfahren? Ja, klar, kannst du mitfahren. Kein Problem. Ja? Okay. Wir nehmen sie mit. Also, ne? Sieht erstmal ganz gut aus, wenn die stabil ist. Ne? Sie fahren mit, sie bleiben jetzt bei ihr. Ja. Und alles Weitere klären wir, ne? Wer macht sowas? Völlig Haltung, Kollege. Komm hoch. Ich war im ganzen oberen Wohnbereich. Wertgegenstände, Schmuck, Geldbörse. Alles noch da. Dey, passt ja. Sieht genauso aus wie unser... So, hallo. So, wir sind startklar, wir fahren jetzt. Sie klart ab und zu mal auf, fällt aber immer wieder in die Bewusstlosigkeit. Sie hat ein Schädel-Hirntrauma. Mhm. Und an der rechten Hand unter den Fingernägeln sind Blutspuren. Ich weiß nicht... Von Peter? Das habe ich keine Ahnung, das weiß ich nicht. Seit Wochen versetzt der Täter das Viertel in Angst und Schrecken. Bei seinen Einbrüchen stiehlt er nie etwas. Im Gegenteil, der Unbekannte lässt am Tatort etwas zurück. So wie ich das für uns jetzt darstellt, müssen wir davon ausgehen, dass es sich hier tatsächlich um unseren Serientäter handelt, der immer in das eigentlich doch sichere Zuhause von Frauen eindringt und dadurch offenbar ein Gefühl der Macht bekommt. Und gerade das macht ihn für uns so unberechenbar. Der Kollege und ich, wir schauen uns jetzt hier im Nahbereich nochmal um, bevor die Spurensicherung eintrifft. Und wir gehen davon aus, dass wir auch hier einen Treffer verbuchen können. Ich Treffereule versenkt. Kommt dir bekannt vor, oder? Kommt mir mehr als bekannt vor. Das heißt jetzt die 5. oder 6. Eule, die wir finden, ne? Aber weißt du, was merkwürdig ist? Nee. Ist doch merkwürdig. Normal platziert ihr die ja immer irgendwo, direkt in den Sichtbereich. Das hat er jetzt hier nicht geschafft. Die liegt ja einfach wahllos mit dem anderen Krempel rum. Und jetzt überleg mal, bisher gab es auch noch keine Gewalttaten dabei. Der ist nur eingebrochen. Das heißt, er ist wahrscheinlich überrascht worden. Das heißt, sie hat ihn überrascht, er konnte die Eule nicht platzieren und deswegen liegt sie hier. Machen wir einmal direkt Spusi. Hörst du das? Ja, wo kommt das? Draußen? Das halten wir von der an Arbeiten. Ja. Aber das muss man hier selber machen. Hey, was ist hier los? Hey, wollt ihr mich auf Arm nehmen oder was? Ja, was war denn das? Ihr kommt immer, wenn alles zu spät ist. Ich glaube, ich spinne. Ja, ihr macht ja eure Arbeit nicht. Wir müssen ja hier alles selber machen. Das ist Maria. So, Kollegen, dafür fahrt ihr alle ein gleich, ne? Sag ich euch direkt. Was machen Sie hier? Wir beschützen hier die Nachbarschaft, das, was ihr nicht macht. Ja, das ist das Problem. Ihr kommt hier immer, wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendjemand verletzt ist, muss jetzt noch jemand sterben, bis ihr irgendwann mal hier Patrouille macht? Also, das heißt, Sie wollen Feuer mit Feuer bekämpfen, Straftat mit Straftat. Das ist doch hier keine Straftat. Das heißt, Sie sind so eine Art Bürgerwehr, oder wie darf ich das jetzt sagen? Natürlich, Sie schützen uns ja nicht. Deswegen mussten wir uns formieren, damit wir die Nachbarschaft schützen vor den Einbrüchen. Das funktioniert ja auch nicht so gut. Ich habe gesagt, fahren Sie runter. Ne? Wenn Sie anfangen, hier Sachbeschädigung zu begehen und gebe Gott, dass Sie eine Sachbeschädigung dran ist, dann sind sie alle mit dran. Da ist eine Widerstandszahlung, da ist eine Sachbeschädigung an Streifenwagen. Ja, dann kriegen sie alle Anzeige. Und genau deshalb alle mal Ausweise raus. Ja, einmal zur Kenntnis für euch. Hier hat sich anscheinend so eine Art Bürgerwehr formiert aufgrund der Serienlage, die hier in diesen Einbruchdiebstählen in diesem Viertel vorliegt. Natürlich kann man auf der einen Seite verstehen, dass sich die Bürger hier sorgen bzw. sich hier nicht mehr sicher fühlen. Wenn allerdings das hier zu einem rechtsfreien Raum wird und hier Streifenwagen bzw. Einsatzkräfte geschädigt werden, dann sind wir natürlich im straffähigen Bereich und dann müssen wir hier Personalien aufnehmen bzw. schauen, was die Kollegen gleich sagen. Weißt du, was das hier ist? Eulen aus Athen. Nicht ganz. Das sind Matroschkas.
Das sind ineinander stapelbare Puppenfiguren. Wichtig auf jeden Fall für uns ist, dass unser Täter an jedem Tatort eine dieser Matroschkas, als Eule getarnt, hinterlässt. Da haben wir einen Täter, der geht in die Buden rein, nimmt nichts mit und platziert jedes Mal irgendeinen seiner Gegenstände. Matroschka hier, Matroschka, das sind für mich Psychospielchen. Sein Markenzeichen hinterlässt er. Wir müssen aber auch bei dem Vorgehen berücksichtigen, er geht auch immer weiter. Unser erster Einbruch, niemand war zu Hause. Da hat er vielleicht auch noch Rücksicht drauf genommen. Ja. Der nächste Einbruch, eine Dame, schlafend, stellt er ihn neben den Nachttisch ab. Unser letzter Einbruch, die Frau Wild, verletzt am Boden. Das heißt, er wird immer skrupelloser. Gut. Er kann ja überrascht worden sein. Das kann ja Zufall sein, dass sie dazugekommen ist und letzten Endes war das gar nicht von ihm geplant. Na gut, es kam auf jeden Fall zu einem Kampf. Und das Gute, das einzig Gute daran ist, dass sie ihn halt mit ihren Fingernägeln irgendwie gekratzt, erwischt hat. Das heißt, wir hätten seine DNA. Ich rufe Nesrin an, die soll morgen nochmal ins Krankenhaus. Nesrin, Paule, hör mal, fahr bitte, beziehungsweise halte erstmal Kontakt mit dem Krankenhaus. Wenn die Ärztin uns irgendwas mitteilt, dass die vernehmungsfähig ist, geht um die Wild. Genau, und bitte morgen als erstes, wenn du ihr aufschlägst, ins Krankenhaus fahren und direkt hier Kontakt zur Frau Wild oder ihrer Mutter aufnehmen. Die wird wahrscheinlich auch im Krankenhaus oder eben zu Hause sein. Sobald sich da irgendwas ändert, die Aussage und vernehmungsfähig. Du weißt, was ich will. Danke dir. Einen wichtigen Umstand dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist keine Einbruchsserie, die sich über ganz Köln erstreckt. Das alles in einem Viertel, sogar in einer Nachbarschaft. Das heißt, der Täter kommt vielleicht aus dieser Nachbarschaft. Er hat zumindest Kenntnis darüber, wann vielleicht wer auch zu Hause ist. Und er kennt sich einfach gut aus dort. Pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe rüber zur KTU. Die sollen mir sagen, ob sie irgendwelche interessanten Spuren zu verwerten haben. Wenn es dann tatsächlich ein Täter ist, dann wissen wir zumindest, dass es nur ein Fingerabdruck ist. Ob wir den zuordnen können oder nicht, sehen wir ja dann. Gut. Während die Einsatzkommission das Täterprofil schärft, meldet das Labor weder Treffer in der Datenbank zum Blut noch verwertbare Fingerabdrücke auf der Eule. Auch Kollegin Nesrin Yaman hat schlechte Nachrichten. Der Fall macht uns immer noch Magenschmerzen und wollen noch mal weitere Zeugenbefragungen machen in der Nachbarschaft. Mal gucken, was da rauskommt. Okay, mach das mal. Was mit dir? Du siehst ein bisschen bedroppelt aus. Wie war's im Krankenhaus? Ja, nicht so toll. Die Ina Wild. Am Anfang sah es ja ganz gut aus, aber die liegt jetzt im Koma. Ach, Scheiße. Ja. Das heißt aber für uns, dass wir nicht nur ein schweres KV-Delikt haben nach dem Einbruch, sondern hier gegebenenfalls, wenn die komatös ist, auch noch mit einem Tötungsdelikt arbeiten müssen, ne? Komm, pass auf. Lass direkt rausfahren, wir müssen Gas geben. Das bringt alles nichts. Na komm, was ist das denn? Die schlimmsten Befürchtungen der Beamten scheinen sich zu bewahrheiten. Die Bürgerwehr ist eigenmächtig auf Verbrecherjagd gegangen. So, Fall gelöst! War das so schwer? Ey, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Was ist denn jetzt das Problem? Wir bringen euch den Täter und ihr schreit uns ey, an, oder? Sofort ja. Erstmal die Knüppel runter. Was? Runter damit! Knüppel fallen was ist denn los lassen. Alle euch? Knüppel runter. Wir fahren doch die Knüppel runter. Hier. Knüppel runter, Mensch! Nein, was ist denn los? Knüppel runter. Ja. Müsst ihr nicht direkt okay. An den Waffen geben Sie mal geben Sie mir den jungen Mann hier. Der soll zu mir kommen. Das ist ja Täter! Ganz ruhig. Schau mich mal an. Guck mich mal an. Kannst du mich hören? Kannst du reden? Ja, Nesrin! Ja. Nesrin, nimm mir den mal ab, bitte. Du sollst uns Büro rufen, direkt in RTW. Ja, als Kopie. Wir noch Herrschaften. Sonst, ja, zweite Mal jetzt, ne? Da wir aneinander geraten. Sie was Sie ja machen, ist der letzte Scheiß, das geht gar nicht. Nö, wir machen Ihren Job. Was macht ihr denn? Herrschaften, ihr kommt hier an wie der Mob aus dem Mittelalter. Mit Knüppeln bewaffnet, ein blutig geschlagener Typ, gefesselt. Ja. Und liefert den uns hier ab. Was ja, sagen wir? Polizei, so. Richter, ja, erklären, alles in Personalunion. So passiert ist. Weil Sie nicht in unserer Nachbarschaft sind und wir die Nachbarschaftswache sind, haben wir ein Auge auf unsere Nachbarschaft geworfen. Ja. Und der Typ ja, ja, ist ein richtig. Stadtbekannter Alkoholiker. Der wollte sich in das Haus von der alleinstehenden Frau reinschleichen. Und wo wart ihr? Nirgendwo. Sie tun mir jetzt allen gefallen. Sie folgen jetzt dem Kollegen in die Wache, können da ihre Aussage machen. Wir wollen ja hören, was Sie uns zu erzählen haben. Bitte einmal folgen. Hat Ihnen ja offenbar ja. Gestern alles nicht gereicht, ne? Kommen Sie einmal mit dem Kollegen mit. Ja, lassen Sie alles liegen. Wir bringen alles der. Gleich werden Sie 501. Wir kommen mit 1, 2, mit 5 Personen rein. Natürlich kann ich verstehen, dass sich Männer ihre Frauen beschützen wollen. Gerade ich als Mann kann es nachvollziehen, vor allem wenn es um die eigene Frau geht. Aber was hier passiert, das geht zu weit. Das haben wir den Männern auch deutlich klar gemacht. Das ist Selbstjustiz und hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. 1,8 ist schon, Stefan. Gut angehoben, ne? Ne?
Haben Sie ordentlich eingeladen für die Uhrzeit. Läuft bei mir mittlerweile jeden Tag so, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also, ja? Ja. Die Bürgerwehr geben auf die Eier, die laufen da rum wie die Helden hier. Und, wie sind die denn auf Sie gekommen heute? Wie haben die denn angetroffen? Na, ich war in diesem Vorgarten, aber ich, da musste ich pinkeln. Klar, wenn viel, viel trinkt, dann muss viel pinkeln. Dann bin ich da rein und dann schon hinter das Gebüsch gehockt. Und dann kam die, auf einmal habe ich schon die Schreie gehört und habe mich aus dem Gebüsch da gezerrt. Und dann, keiner sagte irgendwie Wort, lass mich gar nicht zu Wort kommen. Und dann schlugen auf mich ein da. Ich habe nur Fäuste gesehen und keine Ahnung. Das, ich habe ihn mir mal aufgerufen. Ich habe hier einen Diebstahl, Diebstahl, Sachbeschädigung, Diebstahl. Da kommt einiges zusammen. Ich habe viele Straftaten habe ich gerade gestanden und gut, jetzt wo war? Es gibt ja Leute, die müssen hier eher bestraft werden. Die Scheiße. Ja, sind wir ja dran. Moment jetzt gerade. Wo wir gerade bei den Straftaten sind. Wo waren Sie denn am 8. Februar? Gegen 20 Uhr. Weißt du, wie lange der ist? Boah. Ja, so lange ist er bitte, ne? Zwei Wochen. 13. Februar. Können Sie sich daran erinnern? 13. Februar, 21 bis 22 Uhr. Ungefähr. Ich weiß auch nicht, was wir heute für einen Tag haben. Ich starte mich tot, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ehrlich. 18.02. sagt Ihnen, haben wir höchstwahrscheinlich auch nichts, ne? Nee. Jeden Tag hier 2 Promille hast oder so weiter, weißt du gar nichts mehr. Das... Die Sanis sind da. Okay, willst du mit rausnehmen? Wir sind eh mit ihm fertig. Ja, alles klar. Ja, wollen Sie einmal rausgehen zu den Rettungskräften? Ja, aber kümmert euch um die Affen da, ich sag's euch. Ja, machen wir schon. Okay. So, kommen Sie gerade. Halten Sie sich bereit, falls wir Sie noch mal brauchen, ja? Ja, alles klar. Ist auch ein Typ, glaube ich, der läuft, nimmt jeden Scheiß auf mitnehmen am Tag. Ja, ich meine, für mich macht es ihn nicht unbedingt zum Täter. Er ist nicht unverdächtig, aber als... Also ich meine, ist ja relativ klar, wenn er so viel getankt hat, aber ich traue dem das einfach nicht zu. Ne? Du musst ja auch eine gewisse geistige Fähigkeiten haben, ne? Damit du hier diese Einbrüche auch irgendwie hinbekommst. Ich glaube, der hat ganz andere Probleme momentan, als irgendwelchen Leuten irgendwelche Dinger in die Wohnung zu stellen. Dann lass uns das machen, was wir vorhatten. Dann lass uns da nochmal nachfragen. Zügig raus, vielleicht kriegen wir da mehr